Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch hier live hier im Radio bei 1Live und im WDR Fernsehen mit einer freien Themennacht. Das bedeutet ja, dass ihr hier bei mir anrufen könnt, egal zu welchem Thema, und euch mit mir darüber unterhalten könnt, wenn ihr wollt. Telefonnummer nochmal 0800 220 50 50 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Jens und Jens ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jens. Jens hat aufgelegt, das ist sehr schade. Oder die Leitung ist weggebrochen, wer weiß es. Dann nehmen wir die Annika und Annika ist 24 Jahre alt. Hallo Annika. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Annika? Ja, darum, dass mein Freund fremdgegangen ist. Fremdgegangen ist? Ja. Oh, wie lange seid ihr zusammen? 4 Jahre. Mhm. Wann ist er fremdgegangen? Ja, also rausgekriegt habe ich es letzte Woche Donnerstag. Ja. Und, er war im Endeffekt so dumm und hat eine E-Mail nicht gelöscht. Mhm. Und er hat aber halt auch sofort zugegeben und das ist wohl irgendwie, ist das wohl von Anfang Februar bis Ende Februar gelaufen. Ach so, das heißt, weil er arbeitet in einer Diskothek. War nicht nur einmal. Nee, mhm. Und die hat halt auch in der Diskothek gearbeitet. Mhm. Und, was ich dann allerdings wiederum nicht verstehe, weil er war eigentlich in dem... Stopp, ihr weiter jetzt ist. Mit der E-Mail. Ja. Das heißt, ihr habt ein gemeinsames Fach oder wie? Ja, nee, wir haben schon unsere eigenen, aber ich kann da halt, hab da halt auch Zutritt zu, weil ich hatte anfangs auch E-Mail-Sachen darüber laufen und deswegen. Verstehe. So, dann hat er das, da war irgendeine verfängliche Mail dann da drin, dann bist du drauf gekommen. Genau. 4 Wochen ungefähr ging das, angeblich, zwischen dem und ihr. Hm. Wie hat er das denn erklärt? Ja, also ich hatte ihn, er war zu dem Zeitpunkt nicht da, wo ich die entdeckt habe. Hm. Ich hatte ihn dann angerufen und so und dann sagt er so von wegen, ja, dass wir halt zu Hause drüber reden. Ich meine, war mir auch klar, wollte ich ja nicht am Telefon diskutieren. Hm. Und dann kam er dann nach Hause und habe ich mal was angesprochen, dann hat er aber auch nicht groß rumgelogen oder so, hat halt sofort gesagt, ja, weiß doch jetzt Bescheid, so. Ja. Ja, und dann ich so, wieso, weshalb, warum, wie lange und so weiter. Und er so, ja, warum, weiß er selber nicht. Und dann hat er mir halt gesagt, wie lange. Was ich daran wiederum nicht verstehe, ist, weil es ja so gesehen wohl 4 Wochen oder was gegangen ist. Aber weil er war zu dem Zeitpunkt, also in dem Monat, war er halt jedes Wochenende arbeiten. Mhm. Und sie, denke ich mal, auch. Mhm. Und was ich dann wiederum nicht verstehe, dass es halt nicht jedes Mal war. Also, das ist auch letztendlich wurscht, ob es nur jedes Mal war oder nicht jedes Mal. Es war was. Ja, das darum geht es ja. Und die Frage ist, ist es definitiv jetzt vorbei? Nee, ja, eben gar nicht. Eben gar nicht? Nee. Ich meine, es hat nur einen Monat gedauert. Ja, aber, ach nee, Quatsch, ich habe jetzt gedacht, also meine Beziehung. Nee, das verstehe ich gar nicht mehr. Du bist Die Affäre ist vorbei. Ja, das meine ich ja. Die Affäre ist definitiv vorbei. Genau. Ihr wart 4 Jahre, also du bist mit deinem Freund 4 Jahre zusammen. Genau. Kompliziert. Und die Affäre ist definitiv vorbei zwischen deinem Freund und dieser Frau. Ja, weil die wurde gekündigt. Ja. Und dadurch hat er auch nicht wirklich Kontakt mehr zu ihr. Bist du sicher? Ja, weil er ist jeden Tag zu Hause. Ja. Erstmal am Wochenende raus. Ja. Dadurch, dass sie geflogen ist, hat sie da auch Hausverbot. Ja. Und insofern, ja. Ja. So, ist das passiert? Das hat eine Weile gedauert, diese Affäre. Wie lange auch immer. Vielleicht kann man das gar nicht richtig rekonstruieren. Ja, obwohl das glaube ich ihm schon. Also, ja, wenn er einmal ehrlich ist, dann ist er auch ganz ehrlich. Ja, wollen wir das mal voraussetzen. Wie hat das jetzt dein Gefühl zu ihm verändert, dass du das rausbekommen hast? Ich meine, hast du es ja rausbekommen und er hat es nicht von sich aus gebeichtet. Ja, ich war halt anfangs schon geschockt und so und wusste erstmal überhaupt gar nicht, wie ich damit umgehen soll und so. Aber was mich jetzt eben halt so wundert, also bei mir war immer klar, dass ich nur in Anführungsstrichen, weil es einmal ist, nicht gleich die Beziehung beende. Mhm. Vor allen Dingen nicht, weil 4 Jahre sind ja ziemlich lange und wir haben halt auch noch ein Kind zusammen. Ach so, das auch. Und das war ja auch das, was ich da am wenigsten verstanden habe, weil ich habe mir immer so gedacht, ja okay, 4 Jahre, da ist ja irgendwann mal teilweise die Luft raus und so. Es war noch nicht mal so, dass ich dafür gar kein Verständnis hätte, weil es hätte mir ja vielleicht auch passieren können. Aber es war halt einfach dieses, was ich nicht verstanden habe, weil ich wusste so, das größte Familienglück in Anführungsstrichen ist für ihn halt auch ein Kind und so. Und sie ist halt gerade mal 8 Monate alt. Und das habe ich nicht verstanden. Und trotzdem hat er es gemacht. Wie ist deine Situation im Moment, dein Gefühl? Ist es sehr irritiert? Nee, eigentlich ja nicht so. Das ist das, was mich irritiert. Also, weil eigentlich ist seit dem Tag,
Ach so. Die Beziehung besser als vorher. Ach so. Ach so, ich verstehe. Du bist gar nicht, dich irritiert, dass du nicht irritiert bist. Ganz genau. Da könnte man eigentlich sagen, okay, komm, wir können froh sein, dass es so ist und wir gucken in die Zukunft. Passiert ist passiert und wir wollen uns nicht einen Kopf darüber machen, warum wir nicht irritiert sind, oder? Ja, aber das Problem ist eben, dass ich halt jetzt noch ein bisschen Schiss habe, dass es dann halt irgendwann doch wieder hochkommt. Ja. Nur andererseits sehe ich das da auch, weil ich hatte mich halt irgendwann auch mal eine Zeit lang beschwert, weil eben die Lust raus war und so. Ja. Und da denke ich manchmal so, vielleicht hat es ja so sollen sein, sprich, weil die Beziehung halt jetzt in meinen Augen besser ist, ja, und intensiver und überhaupt. Also ich will dir mal sagen, Annika, wenn sich das ja so gefügt hat, sage ich mal, dass du nicht extrem sauer bist. Ja. Dass du sogar irgendwie sagst, okay, komm, war halt so, schwamm drüber. Und die Beziehung jetzt sogar zwischen euch beiden intensiver vielleicht ist als vorher. Ist es eigentlich gut? Lass uns gar nicht weiter drüber reden. Hm. Genieß es und nimm es so hin. Und hat er denn irgend sowas gesagt, dass er das bereut und dass es nicht wieder passieren sollte und das so weiter? Schon. Also ja, schon. Am ersten Tag noch nicht. Da war er halt, da ist halt so, man weiß ja in dem Moment auch, er dann ja auch nicht, wie er damit umgehen soll. Ja. Aber nächsten Tag hat er zum Beispiel arbeiten müssen. Mhm. Und dadurch, dass er den übernächsten Tag frei gehabt hätte, kann man normalerweise nicht eher gehen, weil ich hatte da bis vor meiner Schwangerschaft auch gearbeitet. Mhm. Und dann war er aber schon um 1:30 zu Hause, weil er selber gesagt hat, der hat es da nicht ausgehalten. Mhm. Er hat nur seinen Anfangsdienst gemacht und hat sich dann Gedanken darüber gemacht und hat eben nicht verstanden, warum er das tut. Und insofern, also das merkt man schon, dass es auf jeden Fall ihn richtig beißt. Stichwort, warum er das tut. Das heißt, das hat er bis heute nicht erklärt, warum es dazu gekommen ist. War es eine reine sexuelle Lust? Eine Neugier? Ja, also so wie ich das jetzt sehe, denke ich mal schon. Ja. Das Problem ist nur, ich wusste, dass sie was von ihm will. Das hat halt schon da war meine Tochter gerade mal einen Monat alt. Mhm. Da hat er schon angefangen, dass sie was von ihm will und so. Und hatte ich natürlich auch Schiss so. Aber hatte die ganze Zeit, ja, nee, ist nicht und überhaupt und keine Ahnung. Und aber das war wohl das Problem, dadurch, dass sie wahrscheinlich nie losgelassen hat, dass es im Endeffekt dazu gekommen ist. Das, also, was ich daran nur so schlimm finde, weil ich hatte selber eine Affäre. Und was ich, normalerweise würde ich jetzt dem Mann vorwerfen. Stopp. Wann hattest du eine Affäre? Ach so, vor ihm. Also, ach so, vor ihm. Hat mit ihm nichts zu tun. Und was ich aber jetzt so schlimm finde, normalerweise würde ich jetzt meinem Mann vorwerfen, dass er es gemacht hat. Aber viel schlimmer finde ich, dass sie es gemacht hat, weil sie einfach wusste, es gibt mich und ich wäre jetzt egal. Ich hatte schließlich selber eine Affäre, war ein Kind. Annika, egal. Dicken Strich drunter. Ja. Es ist jetzt gut und ihr beide versteht euch wieder und ihr seid eure kleine Familie, die glücklich ist. Und ich würde mir jetzt gar nicht weiter den Kopf da machen. Hm. Und guck in die Zukunft. Ja, gut. Und seht zu, dass das sich nicht wiederholt. Von keiner Seite aus. Von keiner Seite aus. Schönen Gruß an deinen Liebsten. Mach ich. Liebe Annika, alles Gute. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, dran ans Telefon. Wenn ihr meldet, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben. Ich sage es immer wieder. Ich muss es leider immer wieder sagen, weil ihr es leider immer wieder vergesst und wir dann hier sitzen und denken, Mensch, interessante Mail. Aber jetzt, was machen wir jetzt so schnell? Wir zurückmailen, bitte schreibt uns eure Telefonnummer, dann warten wir wieder. Und dann müssen wir die neue Mail raussuchen und so weiter. Also bitte schreibt bitte die Telefonnummer drauf. Dominik. Hey, was haben wir denn hier? 12 Jahre alt? Hi. Hallo, Dominik? Ja, hallo. Du musst aber dein Radio, dein Fernsehen, den Ton ganz abdrehen. Ja, okay, mach ich. Gut. Haben wir schon mal die erste Hürde genommen. Ja, okay. Du bist wirklich 12 Jahre erst alt? Ja. Mensch, und so lange noch auf? Ja, ich habe eben ein Problem mit meiner Mutter und da wollte ich mit dir darüber reden. Ja. Rufst du heimlich an? Nee, meine Oma sitzt direkt neben mir. Ach, die Oma sitzt daneben und die hat gesagt, okay, ruf mal da bei dem Domian an. Ja, genau. Okay, dann leg mal los, was ist los? Also, ich habe das Problem mit meiner Mutter, sie schlägt mich öfter. Sie schlägt dich? Ja, genau. Warum? Aus welchen Gründen? Ja, aus Pillepalle. Also, das war jetzt vor 1-2 Tagen so, da hat meine Mutter, habe ich eine Tintenpatrone in meinen Füller reingesteckt und die ist geplatzt. Ja, kann ja mal passieren. Nur ein bisschen an der Wand gespritzt, aber nicht dolle. Ja, kann auch passieren. Und da ist die Mutter ausgerastet. Ja, genau. Und was hat sie genau gemacht? Hat sie dich ins Gesicht geschlagen oder was hat sie gemacht? Nee, sie hat mich auf den Arm geschlagen und auf den Kopf. Mhm. Und also schlimm oder nur mal so ein bisschen einen Klaps gegeben? Nee, richtig. Also hat schon richtig wehgetan? Ja, genau. Mhm. Und treten tut sie mich jetzt auch mittlerweile. Auch wenn so Kleinigkeiten passieren? Auch wenn so Kleinigkeiten passieren. Mhm. Hat sie mich gegen Schienbein getreten. Ja. Wie oft kommt das vor? Ungefähr so, kannst du sagen? Einmal in der Woche oder? Also öfter. Also einmal in der Woche auf jeden Fall. Mhm.
War das früher auch schon so oder in der letzten Zeit schlimmer? In der letzten Zeit ist es schlimmer. Mhm. Lebt ihr beiden alleine oder ist da auch nur ein Papa in der Familie? Nee, wir leben alleine. Ja. Wie reagierst du dann da darauf, wenn deine Mutter das macht? Ja, ich raste aus. Ich laufe zu meiner Oma. Ich laufe weg. Mhm. Mhm. Deine Oma ist neben dir im Zimmer? Ja. Ob du sie mir mal eben geben kannst, kurz? Und wir reden gleich weiter. Ja, okay. Okay. Hallo, Domian. Ich grüße, ich sag mal einfach du. Wie heißt du mit Vornamen? Ich? Marlies. Marlies. Ja. Du bist die Mama von Dominiks Mutter. Ja, ja, ja. Wie siehst du das denn? Ist das wirklich schlimm, dass deine Tochter den Kleinen so oft schlägt? Ja, das ist sehr schlimm, sehr schlimm. Aber warum tut sie das? Was ist da los? Ja, sie wird mit ihm nicht fertig. Sie wollte ihn von klein auf ja schon nicht haben. Da fing das ja schon an, wie er geboren wurde. Mhm. Und dann hat sie ihn dann erst anderthalb Jahre, zwei Jahre. Und dann hat sie ihn dann nur geholt wegen dem Sozialamt, wegen dem Geld. Mhm. Aber wenn sie ihn dann loswerden kann, dann sieht sie mal zu, dass ihn los wird, ne? Das ist ja wirklich schlimm. Ich bin gerade ein bisschen irritiert auch, dass du das in seiner Anwesenheit so sagst, dass sie ihn nicht wollte. Das ist ja auch schlimm für den Kleinen. Ja, ne, er weiß das ja. Er weiß es. Ja. Mhm. Mhm. Und warum sollen wir ihm das verheimlichen? Mhm. Aber ja. Das heißt doch, dass der Junge wirklich sehr unglücklich ist bei der Mutter, weil die Mutter ihn nicht liebt. Ja, ja, ja. Und das ist traurig. Traurig sowas. Mhm. Ich meine, du bist die Mutter von der Frau. Nimmst du sie dir mal ein bisschen zur Brust und sagst dir, so und so geht das nicht? Ja, aber die ist ja so hysterisch. Die hat sogar auch meine Schwiegermutter, ist ja auch noch im Haus hier, ne? Mhm. Und die wird ja so hysterisch. Die schmeißt an die Türen und schlägt die Türen und schreit hysterisch, ohne Grenzen. Mhm. Ne? Und sie hätte auch das Kind hier noch schlagen wollen. Wir sind dann natürlich dazwischen gegangen. Wer ist denn eine Überlegung, das Jugendamt einzuschalten? Ja, das wollten wir ja tun, aber er hat ja Angst, dass er ins Heim kommt. Das ist, ja, ne? Könnte er denn rein theoretisch bei dir auch leben? Könnte er, aber so ganz gesund bin ich nicht und meine Schwiegermutter ist schon 82. Mhm. Das heißt, du hast auch genug am Hals? Ja, nee, deswegen nicht. Wegen am Hals nicht. Ich dachte jetzt wegen dem Alter oder wegen der Krankheit. Ja. Nee, ich meine, dass du zu tun hast mit deiner Schwiegermutter, weil es eine alte Dame ist und... Nee, die ist so lustig. Ach so. Und wie alt bist du? Ich bin 54. Na gut, das ist ja noch ein knackiges Alter. Ja. Aber also das wäre nicht so eine Überlegung, dass du sagst, okay, komm, der Kleine kommt jetzt zu mir, so klein ist er ja auch nicht mehr. Das möchtest du nicht. Doch, das könnte er schon, aber das wollte sie auch nicht. Dann würde sie ja das Geld wieder verlieren. Na gut, wir reden ja über Möglichkeiten. Wenn du jetzt ganz klar sagst, ich würde den Jungen nehmen, ja? Dann wäre das ja schon mal eine Aussage auch dem Jugendamt gegenüber. Mhm. Mhm. Hast du Angst, dass das noch schlimmer wird zwischen ihm und der Mutter? Ja, ja, mhm. Ja. Also dann finde ich schon, dass man da etwas unternehmen sollte. Aber ganz, ganz gravierend muss da etwas passieren. Ja, ja, es war ja auch schon mal, die Polizei war auch schon da. Aber dann könntest du doch, ich meine, du bist die Oma. Ja. Dann kannst du doch sagen, wenn es zu einem Gespräch mit der Jugend ankommt, okay, er soll nicht in ein Heim, ich biete an, dass er zu mir kommt. Ich weiß nicht, wie das juristisch also läuft, aber immerhin bist du die Oma. Und das muss doch auch ein Gewicht haben, wenn du sagst, ich nehme ihn. Aha, ja. Gib's ihm mir nochmal? Ja, mach ich. Mhm. Okay. Marlies, tschüss. Tschüss. Ja, ich bin dran. Dominik, das hört sich nicht gut an. Nee. Finde ich. Hast du den Eindruck, dass deine Mama dich nicht lieb hat? Ja, manchmal ja. Mhm. Was empfindest du denn für deine Mama? Hast du sie lieb? Ja, wenn es mal nicht Stress gibt, dann habe ich sie lieb, ja. Mhm. Was überwiegt denn? So das schlechte Gefühl oder das gute Gefühl? Ja, eher das schlechte. Ja, habe ich mir schon gedacht. Würdest du bei deiner Oma leben wollen? Ja, ich würde es schon gerne, aber meine Mutter würde bestimmt hier mal herkommen und dann maulen. Mhm. Ich habe gerade mit deiner Oma nämlich darüber gesprochen, dass eigentlich müsste da ja was passieren, ja. Damit du da rauskommst, denn so schön stelle ich mir das Leben da nicht vor. Nee.
Vor allen Dingen musst du auch immer Angst haben, dass es immer schlimmer wird und so weiter. Und vor allen Dingen, wenn du schon das Gefühl hast, dass sie dich eigentlich gar nicht will, ist ja auch nicht so die tollste Sache. Nee. Mhm. Ich habe auch mit deiner Oma gerade darüber gesprochen, das Jugendamt einzuschalten. Hast du da Angst vor? Ja. Warum? Ja, ich habe keinen Bock, in Zeilen gesteckt zu werden. Mhm. Also wäre das was wäre die beste Lösung für dich, wenn du mal so überlegst? Wie bitte? Was wäre so für dich die beste Lösung, wenn du so nachdenkst? Ja, zu meiner Oma schon gehen, ja. Verstehe. Das finde ich eigentlich auch so, wie ich es im ersten Moment sehe. Ich mache folgenden Vorschlag. Ihr beide seid ja jetzt da. Jetzt legst du bitte gleich mal auf und dann ruft meine Psychologin, die Simone, dich und deine Oma nochmal an. Okay. Und dann berät meine Psychologin am besten gleich mal mit deiner Oma, wie man das da so machen kann und welche Probleme es mit dem Jugendamt gibt oder wie man das Jugendamt mit einbeziehen kann, dass man für dich eine optimale, also für dich die beste Lösung findet. Okay. Ich finde das sehr mutig übrigens von dir und toll, dass du hier angerufen hast. Ja. Wirklich. Jetzt musst du früh raus morgen. Hm? Musst du, morgen ist der Feiertag, morgen kannst du ausschlafen, ne? Ja. Ja, also musst nicht früh in die Schule. Nee, morgen nicht. Morgen nicht. Gut, Dominik. Also, du legst bitte auf. Ja. Und okay. Wir rufen gleich nochmal an. Alles klar? Okay. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Danke. Ja. Tschüss. Der Dominik. 12 Jahre alt. Mann, oh Mann. Der Arme. Hier ist Matthias. Und Matthias ist 30 Jahre alt. Hallo, Matthias. Hallo. Ja, schönen guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, ich wollte mal erzählen, dass ich begeisterter Groundhopper bin. Ein was? Ein Groundhopper. Ein Groundhopper? Ja, richtig. Was ist das? Ja, das sind, ich treffe mich dann halt irgendwie freitags mit meinen Jungs. Ja. Und dann ziehen wir los und wir sind dann unterwegs. Ja. Und zwar forsten wir dann verschiedene Spiele ab. Fußballspiele. Ja. Ihr forstet verschiedene Fußballspiele ab? Richtig. Hä? Wie, was, wo? Wie? Ja, wir sind halt unterwegs. Ja. Und versuchen so viele Spiele wie möglich zu sehen. In verschiedenen Stadien, von ganz Europa, von der ganzen Welt. Ach so, ihr reist also richtig, von Stadt richtig. Zu Stadt? Ja, richtig, ja. Wie reist ihr? Mit dem Auto oder mit dem Zug? Ja, wir fahren mit dem Auto. Wir sind dann privat unterwegs. Und wie nennen wir das? Groundhopper? Groundhopper, ja. Hab ich man hockt halt von Ort zu Ort und schaut sich so viele Fußballspiele wie möglich an. Ja, aber man schafft doch dann am Tag nur eins, oder wie? Nö, man kann sich auch mehrere anschauen. Wie viel schafft man? Am Wochenende. Ja, wie viel sind meistens die Meisterschaftsspiele. Ja. Ja, und dann fahren wir halt freitags los. Hm? Und sind dann halt zum Beispiel, vielleicht gehen wir noch abends oder nachmittags ein Spiel mit. Ja. Und dann geht's halt weiter. Ja, also ich bin jetzt nicht so bewandert, wie ihr alle wisst, in Sachen Fußball. Ich dachte mir, dass die so ungefähr zeitgleich überall stattfinden, die Bundesligaspiele. Nein! Das ist doch falsch informiert. Ja, aber falsch, ich mag es schon. Ich blamier mich ja hier schon. Also das kann sein, dass in Hamburg ein Spiel um 16 Uhr ist. Es kann sein, dass in Kaiserslautern eins um 18 Uhr. Okay, die Bundesliga findet zur gleichen Zeit natürlich. So, habe ich doch aber recht. Ich sag mal, wir sind ja dann unterwegs, also die Bundesliga haben wir schon längst durch. Auch die meisten deutschen Stadien, die sind ja sowieso schon mal. Achso, das ist eine alte Jacke. Ja, wohin geht ihr denn dann? Ja, wir fahren dann zum Beispiel, weiß nicht, in welche Richtung man halt einschlagen will. Vielleicht fährt man über Osteuropa dann halt, über Polen, Tschechien. Ja. Rauf bis nach Russland waren wir schon mal. Wie, und da sind ja verschiedene Fußballspiele und da versucht ihr pro Tag so viel wie möglich einzustecken? Fußballspiele bzw. Stadien halt. So viele Stadien abzuchecken. Man checkt halt ein Stadion ab. Ja, wie, auch wenn da kein Spiel stattfindet? Nein, wenn da ein Spiel stattfindet. Wenn da ein Spiel, natürlich, ja. Richtig, und dann checkt man da ein Stadion ab und dann fährt man halt zum nächsten. Wenn man halt irgendwie schafft, dann halt zeitlich, fährt man manchmal nur nach einer Halbzeit. Ach so, Stadien abchecken heißt, man geht mal kurz rein, guckt sich das eine Weile an und ist man wieder weg, oder was? Nee, wenn man Zeit hat, guckt man sich auch das ganze Spiel an. Ja. Richtig, man will ja die Atmosphäre mitkriegen, die Fans. Ja. Und das Ganze drumherum und. Also, wie viel ist bisher so die Höchstmarke gewesen pro Tag? Was habt ihr schon geschafft? Du, Domian, das hat mich gerade schon dein Mitarbeiter gefragt. So. Ich kann es dir nicht genau sagen, weil ich habe ihm auch schon erklärt, wir Groundhopper stehen eigentlich nicht in Konkurrenz zueinander. Wir sind halt eigentlich. Ja, ist das schon gut. Also nicht im Konkurrenz. Also, du! Ich würde schätzen, sind schon bestimmt über 1000 Stadien. Nee, ich will mal wissen, wie viel du jetzt persönlich schon mal an einem Tag besucht hast, wie viele Stadien. Ach so, an einem Tag habe ich schon mal, das ist mein Rekord bei 4. So, das ist doch schon mal eine Zahl. Das ist eine Zahl, ja. Das ist aber auch innerhalb Deutschlands auf gut kleinem Raum. Also. So, dann sag mir mal, welche 4 das waren, welche Städte, dann kann ich mir das noch besser vorstellen. So, das war einmal ein Nachmittagsspiel in der Amateur-Oberliga, da waren wir in Solingen. Solingen, und dann? Dann war da halt später ein vorgezogenes in der 2, da waren wir in Aalen. In Aalen, ja.
Und danach war dann halt noch die Vorderspiele in der Bundesliga, da war Kaiserslautern. Ja, das ist ja schon ein bisschen weiter weg, ne? Ja, ja. Dann, jetzt haben wir erst drei, vier hast du ja gesagt. Vier waren das. Und da muss noch eins dazwischen gewesen sein. Das aber das ist halt aber Stress, ne? Da dann hin und her zu springen, zu fahren. Ja, ja, klar. Ihr macht wie viele Jungs seid ihr? Bist du gleich so eine Clique, die das machen? Wir sind eine Clique, je nachdem. Manchmal fahren drei, fahren wir zu dritt los und manchmal zu fünft. Und das geht jedes Wochenende so? Das ging eine Zeit lang jedes Wochenende. Jetzt muss ich ein bisschen kürzer treten, also Familie und... Ich wollte sagen, hast du eine Frau oder eine Freundin? Ich habe eine Freundin, ja. Die Frauen fahren aber damit nicht mit? Ja, nee, die ist auch begeistert. Wir wollen die Frau nicht dabei haben. nee, das ist eine reine Männersache. Ja, ja. Ja, aber ich würde mich als Freundin bedanken, wenn mein Typ da jedes Wochenende groundhoppen wäre. Die muss sich doch vernachlässigt fühlen, oder? Die fühlt sich nicht vernachlässigt, nee. Das kannst du glauben. Nee, das ist halt, also sie mag es ja auch. Sie ist ja selber auch Fan, sie geht ja auch immer ins Stadion und... Ja gut, aber sie ist ja nicht bei dir, wenn du unterwegs bist. Nee, das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Warum? Da brauchen wir natürlich schon Abstand voneinander. Du alter Macho. Warum? Die könnte doch mitkommen. Wenn die Mädels alle mitkämen von den Jungs. Was ja, aber die sind nicht so interessiert an der Sache. Die ziehen dann runter und verderben euch den Spaß, oder wie? Ja, könnte halt sein, ja. Wenn da irgendwas nicht stimmt. So. Und so, wir sind da schon ein bisschen angenehmer, ne? Es fragt sich natürlich der kluge Zuhörer. Ja. Eingeschlossen auch meine Person. Warum machen die das? Was ist denn da so toll daran, sich dem Stress auszusetzen? Ja, man muss ja sagen, wir sind ja beisammen, wir verstehen uns gut. Ne? Wenn du Leute dabei hast, mit denen du nicht klarkommst, dann sagst du halt, weiß nicht. Gut, das macht keinen Bock. Okay. Aber wir sind halt eine eingeschworene Truppe, da kommen auch keine neuen rein und wir haben halt das Flair halt, von Spiel zu Spiel zu ziehen. Morgens dann halt in der Slowakei ein Spiel zu sehen aus der zweiten Liga und also ist die irgendwie Bands dort. Also man kennt viele Ecken einfach, die man so wirklich nicht erreicht hätte. Ne? Macht einfach nur Spaß. Ja, das ist geil. Also. Es macht Spaß und es ist eine schrille Freizeitgestaltung irgendwie für euch. Ja, ja. Mhm. Okay, Entschuldige. Der ist schon steil. Wer ist jetzt da? Ich? Entschuldigung. Ja. Was war das denn? Ja, da war gerade mein kleiner Junge, der... Der kleine Junge muss ins Bett jetzt. Ja, der sollte mal ins Bett, habe ich gerade auch gesagt. Ja, also Papa spricht im Fernsehen, da kommt er mal gucken. Ja, vielleicht bin ich ein bisschen laut, kann sein. Gibt es da so in Deutschland oder Europa so eine richtige Szene, die das macht? Oder seid ihr nur so eine besondere Gruppe? Es gibt auch eine Szene. Ja, also ich glaube, du musst dich um den Kleinen kümmern. Der ruft schon Papa und Papa. Ja. Also wir haben jetzt gelernt, dass es Groundhopper gibt, die ganz jacke Fußballer sind, die ständig unterwegs sind und in Stadien sind. Richtig, und gucken. Jetzt kümmerst du dich um deinen Kleinen und ich wünsche viel Spaß weiter. Ja, der wird jetzt mal ins Bett gefördert. Also. Liebe Matthias, okay. Alles Gute. Alles Gute, tschüss. Dir auch, Mensch. Jute. Ja, tschüss. Ihr Lieben, am Wochenende. Ich muss erst mal sagen, morgen ist keine Sendung wegen Feiertag, wegen Himmelfahrt. Und am Samstag ist mein prominenter Gast hier in der Sendung Katja Epstein, die Schauspielerin und Sängerin Katja Epstein. Das muss man sich mal vorstellen. Katja Epstein hat für Deutschland dreimal beim Grand Prix mitgemacht und war dreimal bei den ersten drei Platzierten. Also sie hat zweimal den dritten Platz geholt und einmal den zweiten Platz. Das ist schon sensationell. Wir haben neulich in der Redaktion noch gesprochen. Ist das vielleicht noch erfolgreicher als Nicole? Nicole war natürlich auch wahnsinnig erfolgreich mit ihrem ersten Platz. Aber dreimal so weit oben zu sein, mit Theater, Wunder gibt es immer wieder. Und diese Welt ist schon eine Weile her, aber immerhin. Großer Erfolg. Katja Epstein, Schauspielerin, Sängerin, ist mein prominenter Gast am Samstag. Die Sendung beginnt um 23.50 Uhr hier im WDR-Fernsehen. Wenn ihr euch mit Katja Epstein unterhalten wollt, dann meldet uns unter domian@wdr.de oder ruft eine Stunde vor der Sendung am Samstag an. Katja Epstein bei Domian. Horst ist hier. Horst ist 22 Jahre alt. Hallo Horst. Ja, hallo Domian, grüße dich. Ja, ich dich auch. Um was geht's bei dir? Ja, also erstmal ein Kompliment an deine Sendung, ne? Dankeschön. Und auch gerade die prominenten Sendungen am Samstag immer, ne? Guckst du die manchmal? Ich bin echt begeistert, was ihr da für Leute herholt, ne? Ja, ich freue mich auch oft. Also gerade das mit der Michelle hat mir sehr gefallen. Ja. Ja. Sehr sympathische Frau, auch wenn das ein bisschen bei ihr im Moment komisch ist, aber. Sehr nette Frau, kann ich nur bestätigen, auch so im Hintergrundbereich und so im privaten Gespräch, eine sehr freundliche und sehr angenehme Frau. Ja, kann ich mir denken. Ja. So. Okay, aber ist ja nicht mein Thema jetzt eigentlich, ne? Was ist dein Thema? Also ich bin Student, ich bin jetzt 22 Jahre alt. Ja. Und mein Problem ist, ich war schon immer ein bisschen korpulenter, sage ich mal, ne? Ja. Was studierst du denn? Kurz zwischen. Ich studiere BWL. Ja. Und korpulent, was heißt, wie viel bringst du auf die Waage? Ja, also ich bringe jetzt so circa 150 Kilo auf die Waage. Ja, das ist schon ganz schön krass. Und bei einer Körpergröße von 1,72, ne? Ja. Und das hat wirklich so stark
also oder sie nochmal wirklich stark vergrößert, sage ich mal, als ich jetzt zu studieren angefangen habe. Also man ist den ganzen Tag in der Uni, man hat nichts Anständiges zu essen, sage ich mal, und abends, da stopft man sich schon mal voll mit ungesunden Fastfood oder was auch immer, und ich esse auch sehr gerne, ne? Also das mache ich schon immer sehr gerne. Das ist mein Hobby. Also ich bin auch eigentlich ein richtiger Feinschmecker, aber Hauptsache viel und gut. Hauptsache viel und schön fettig und viel Zucker und sowas, ne? Genau. Genau. Ja, aber so geht's natürlich nicht, ne? Ja, also es ist, ich merke es auch bei mir, also ich als Hobby habe ich, also sitze ja auch noch sehr viel am Computer, Internet chatten, was auch immer, ne? eBay verkaufen. Und also das Thema ist, über das wir uns unterhalten, deine Fettleibigkeit. Ja, und das ist meine Isolation, sage ich mal. Die daraus erwächst auch. Genau, also. Hast du eine Freundin? Nee, habe ich nicht. Hattest du schon mal eine Freundin? Ich hatte schon mal eine Freundin, ja. Das war aber schon eine Zeit her. Wie alt warst du da? Da war ich 17. Und seitdem ist nichts mehr gelaufen? Seitdem ist nichts mehr gelaufen. Und das liegt auch daran, dass du vielleicht auch ein bisschen Hemmungen hast, rauszugehen und Frauen anzusprechen mit deiner Körperfülle? Das auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass, also hobbymäßig bin ich auch viel wirklich Computer, Internet und so. Und man chattet zwar mit Leuten und ich habe so einen besten Kumpel, mit dem programmiere ich auch, aber ja. Man kommt ja nicht wirklich raus. Aber letztendlich ist es ja isoliert alles und zurückgezogen in deiner Wohnung. Im Prinzip ja. Es ist auch so, jetzt gerade an der Uni, ich bin da wirklich gut dabei, ich mache meine Vorlesungen, meine Seminare und kriege auch immer gute Noten. Ja. Aber so im zwischenmenschlichen Bereich habe ich da mit keinem noch Kontakt aufnehmen können. Und gerade weil ich eben auch Hemmungen habe wegen meiner Körperfülle. Also ich denke, was könnten die Leute jetzt über mich denken? Ne? Also abgesehen davon, dass ich das gut nachvollziehen kann, muss man ja immer auch noch die gesundheitliche Komponente sehen. Gut, du bist erst 22, aber dennoch ist das natürlich schon für den Körper sehr belastend, wenn man so schwer ist. Ne? So, ja, was kann man dagegen tun? Dagegen kann man nur tun, man kann nur diszipliniert sein. Und du bist nicht diszipliniert. Absolut nicht, und das fällt mir auch schwer. Also ich habe auch mein bester Kumpel, mit dem ich auch am Computer voll viele mache, der Basti Lenken, der hat einen super Körper, ne? Also da bin ich neidisch drauf. Und ich krieg nicht den Arsch hoch, wirklich. Das ja, aber wie oft hast du es denn schon mal versucht? Ja, schon weniger mal, zu essen. Ich möchte ehrlich sein, ich glaube, ernsthaft habe ich noch keinmal versucht. So, dann ist der nächste Plan, der nächste Schritt ist, ernsthaft zu versuchen. Und was meinst du, wie viele hunderttausend dicke Menschen es so angefangen haben und viele, 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 viele Rückschläge erlitten haben, aber es dann eben doch schaffen? Indem sie ja, aber ich denke mir irgendwie so, wenn ich gerade in der Uni sitze und so. Ach komm, hör mal auf, wie viele sitzen in der Uni und sind nicht fett? Ich habe auch in der Uni gesessen und bin spindeldürr gewesen. Also das ist ja Quatsch. Das liegt daran... Ja gut, aber wenn man sich da richtig reinhaut und so, oder jetzt... Schon was, also und dann abends will man halt wirklich irgendwas essen und so und das ist einfach schwierig. Also ich mache mir halt auch den einfachsten Weg dann, ne? Und mein Kumpel, also der sagt auch immer, aber da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden. Dann gehst du halt nicht in die Mensa, dann nimmst du dir den Tag über Obst und irgendwie Bananen, Äpfel mit in die Uni und machst dir abends irgendwie ein leichtes Abendessen und bewegst dich dann noch was. Fängst an mit Fitness, gehst laufen. Ja, gut, aber so, nichts aber. Obst und Bananen befriedigt dich ja nicht. Ja, ne? Na und? Darum geht's jetzt gar nicht mehr. Genau darum geht es nicht. Dein Lustgefühl zu haben und dünn werden, das geht natürlich nicht. Ja, man will auch genießen. Ja, nee, das wisst ihr jetzt nicht. Nee. Das ist eben genau das Ding. Jetzt musst du eben runterschrauben. Ja, ja. Ich meine, was reden wir jetzt? Ne? Wir reden jetzt, du wirst nicht mit, ganz leicht und locker mit links dünn. Das ist jetzt ein harter Weg. Von 150 Kilo runterzukommen auf vielleicht 80 oder zumindest 90, das ist ein Stück Arbeit. Ja, ich habe gerade verschluckt. Entschuldigung, aber wie soll ich das machen? Ne? Wie soll ich da runterkommen? Indem du genau das machst, was ich gerade gesagt habe. Wenn du nicht gezielt eine Diät machst oder gezielt in eine Klinik gehst, sondern indem du einfach mehr auf dein Leben achtest, dich gesünder ernährst, weniger isst, fettfreier isst, zuckerfreier isst und dich halt bewegst. Punkt. Ja, klar, du kennst wahrscheinlich aber auch die Alkoholiker, zum Beispiel der Kumpel von mir, der hat Probleme mit Alkohol. Und, Entschuldigung, ich habe gerade... Huste mal einmal richtig durch, dann ist es besser. Der sagt auch immer, ich höre auf und höre auf und ich will auch aufhören und ich schaff's einfach nicht. Ne? Ja, du hast es noch gar nicht angefangen. Mensch. Wenn du jetzt schon fünfmal gescheitert wärst oder sechsmal, dann könnten wir sagen, pass auf, okay, das ist jetzt so dramatisch, jetzt versuchen wir irgendwie in Semesterferien, dass du in eine Abspeckklinik gehst. Oder dass du unter ärztlicher Betreuung abnimmst. Aber erstmal versuchst du es schön alleine. Und das haben andere geschafft, dann kannst du es auch schaffen.
Und nicht zu aber. Domian, hier ist jetzt der beste Kumpel dran. Ich musste echt sagen, mich macht sehr traurig, dass jetzt mein bester Kumpel immer allein leben will. Also ich mache ja, das verstehe ich nicht. Bist du jetzt Horst noch? Nee. Dann gib mir mal den Horst nochmal zurück. Ich gebe dir den Horst nochmal, ja. Ja. Ja, Domian? Ja, das war aber jetzt ein schneller Wechsel. Mein Kumpel wollte unbedingt reinfunken jetzt, also ich kann mich auch gar nicht wehren, ne? Nee, aber das müssen wir auch nicht machen. Ich glaube, es ist auch alles gesagt, dass du es einfach angehen musst, Punkt aus, und das geht nur mit Disziplin und harter Hand gegen dich selbst. Okay? Ruf mich aber nochmal an. Nee, kein Aber. Ruf mich mal nochmal in ein paar Monaten an und dann gucken wir mal weiter. Okay? Ja. Das war der Horst, der nicht einsichtig ist und der immer Aber sagt. Aber ich habe doch Hunger. Aber ich will doch Würstchen essen. Aber ich will doch zu McDonald's. Aber ich will mich da nicht bewegen. Ja, so wird das nie was. Luca ist hier. Luca ist 23 Jahre alt. Hallo Luca. Ja, hallo Domian. Grüße dich. Ja. Um was geht's bei dir? Ich werde von einem Betreuer betreut. Seit etwas über ein Jahr. Was für ein Betreuer? Vom betreuten Wohnen. Der kommt einmal die Woche zu mir nach Hause. Ja, aber du bist 23, stimmt das? 23, ja. Da gibt es das noch mit betreutem Wohnen? Ja, es gibt es für psychisch Kranke. Ja? Ja. Bist du psychisch krank? Ja. Was ist das für eine Erkrankung? Ich habe eine Angststörung. Ja. Also ich kann nicht zur Schule gehen oder arbeiten gehen. Mhm. Bist doch jetzt ein bisschen aufgeregt, ne? Ja. Ich merke es beim Atmen so, aber brauchst du nicht sein. Ist nicht, komm, wir schaffen das schon. Mhm. Also du kannst nicht zur Schule gehen, nicht arbeiten gehen. Ja. Weil du Angst so für Menschen hast und mit Menschen so konfrontiert zu werden. Ja. Mhm. Und auch dann, wenn ich länger an einem Ort sein muss, dann fühle ich mich dann auch nicht wohl. Ja. Wie lange hast du das schon? So 7, 8 Jahre. So lange schon? Ja. Mhm. Und dieses betreute Wohnen, wohnst du da mit anderen Leuten zusammen in so einer Art WG? Oder wie? Ich wohne alleine. Und da kommt dann der Betreuer vorbei? Ja. Und was macht der dann so mit dir? Ja, wir reden über das, was die Woche über gewesen ist. Mhm. Und wenn Sachen erledigt werden müssen, also so Ämtergänge oder so, da hilft er mir dann bei. Mhm. Das heißt, du bist im Prinzip immer dann zu Hause? Ja, meistens. Mhm. Erzähl mal weiter, weswegen du angerufen hast. Ja, ich bin heute, also mit meinem Betreuer, wir sind uns näher gekommen. Mhm. Wolltest du das? Nee, eigentlich nicht. Also, ich weiß nicht. Hat er denn auf dich Druck ausgeübt? Ja, nicht direkt Druck, aber... Also mir ging es heute, also gestern nicht so gut und da hat er mich in den Arm genommen. Mhm. Und also wenn es mir nicht gut geht, dann bin ich auch total am Zittern. Mhm. Und er meinte dann irgendwie, ob ich jetzt erregt wäre. Mhm. So, und habe dann dazu nichts gesagt. Und ich denke, er hat dann daraus dann geschlossen, dass ich dann doch erregt bin. Mhm. Und du warst das gar nicht? Nee. Mhm. Das hatte dann zur Folge, was ist dann geschehen? Ja, wir haben uns dann geküsst. Mhm. Und auch gegenseitig berührt dann. Mhm. Ja. Habt ihr auch miteinander geschlafen? Mhm. Nein, das nicht. Nein. Also ihr habt euch geküsst und berührt. Ja. Wie weit ging das mit dem Berühren? Habt ihr euch ausgezogen auch oder wart ihr noch angezogen? Ja, teilweise ausgezogen. Mhm. Hat er irgendwie dich schon zu gewissen Handlungen gezwungen? Ja, er hat also wiederholt, wenn er was wollte, was ich machen sollte. Mhm. Das heißt, du hast da etwas getan, eigentlich widerwillen? Ja. Hast du ihn befriedigen müssen? Ja. Wie lange ist dieser Mann schon dein Betreuer? Etwas über ein Jahr. Ja. Wie war das Verhältnis bisher zu ihm? War das gut und vertrauensvoll? Ja, in letzter Zeit schon. Also am Anfang nicht so, weil es mir halt auch schwerfällt,
Vertrauen zu Menschen zu kriegen. Hm. Ich gehe nochmal ein paar Jahre zurück. Du hast gesagt, dass du diese Angsterkrankung schon so viele Jahre hast. Du bist jetzt 23, eine erwachsene Frau. Und das hat vor 8 Jahren angefangen. Ist damals was Schlimmes passiert oder ist das so aus heiterem Himmel gekommen? Ist schon was passiert. Magst du es mir erzählen, was passiert ist? Mein Papa hat mich missbraucht. Mhm. Es hat angefangen, als ich 11 war. Mhm. Und mit 14 bin ich dann ins Heim gekommen. Mhm. Aber dadurch sind die Übergriffe zwar weniger geworden, aber haben nicht aufgehört bis vor 2 Jahren ungefähr. Von deinem Vater? Ja. Das heißt, wenn du denn zu Hause ihn besucht hast, ging es weiter? Ja. Im Heim hattest du Ruhe? Ja, aber ich wollte ja meine Mutter besuchen zum Beispiel und dann ist immer wieder was passiert. Hast du das jemandem erzählt? Ja. Im Heim auch erzählt? Ja. Und die haben dich dann nach Hause gehen lassen? Ja. Ich habe auch zweimal eine Anzeige gemacht, aber hat zu nichts geführt. Hat deine Mutter das gewusst? Ich denke schon. Aber meine Mutter ist auch krank. Mhm. Also hat viel geschlafen und so. Mhm. Weißt du, was mich ganz stutzig macht? Was ich gar nicht glauben kann, ist das, wenn du das im Heim erzählt hast. Ja. Ich meine, das ist ja das Schlimmste, was man einem Kind antun kann, beim Jugendlichen, dass die dich dann dahin gehen haben lassen nach Hause. Ja, also ich war, als ich gerade 13 geworden bin, war ich schon mal für 6 Wochen im Heim. Mhm. Und da meinte der Mensch vom Jugendamt, dass ich mir gut überlegen sollte, was ich sag. So, mhm. Und dann habe ich dann halt alles wieder zurückgenommen und musste dann erst wieder nach Hause. Ach so. Kann das sein, dass die dir im Heim gar nicht geglaubt haben? Ja, ich denke schon. Hm. Das heißt, du hast eine schlimme Zeit hinter dir. Ja. Eine sehr schlimme Zeit. Deshalb bist du auch so krank. Und jetzt passiert dann auch noch sowas, dass jemand deine Schwäche und deine Krankheit ausnutzt. Ja. Und du bist völlig fertig mit Nerven. Ja. Und hast niemanden jetzt, an den du dich wenden kannst. Mhm. Hm. Aber sehr tapfer und mutig, dass du hier anrufst. Hast du hast dann bist du wegen der Angsterkrankung in bist du bei einem Psychiater oder bei einem Therapeuten? Ja, bei beides. Beides? Ja. Aber die Therapie läuft aus. Hast du denn dem Psychiater oder Therapeuten erzählt, was damals mit deinem Vater passiert ist? Ja. Hm. Glauben die dir das? Ja. Ja. Hm. Aber du hast dieses, was du mir gerade erzählt hast, noch keinem erzählt. Mhm. Mhm. Ich finde es ganz schlimm, was da passiert ist, muss ich dir sagen. Mhm. Was der gemacht hat. Er ist ein Betreuer. Ja. Du bist eine mehr oder weniger von ihm abhängige Person. Ja. Das ist das Schlimmste, was er tun kann. Ich mache jetzt folgenden Vorschlag, Luca. Ich finde, da muss jetzt richtig was unternommen werden. Einmal muss dir geholfen werden, mhm. und einmal muss gegen diesen Mann was unternommen werden. Wir werden dich jetzt zurückrufen, das heißt meine Psychologin, die sie mir. Mhm. Und dann werden wir alle Einzelheiten regeln und alle Einzelheiten einleiten. Okay? Okay. Liebe Luca, alles Gute von Herzen. Ja, und danke. Wir werden uns gleich bei dir melden, okay? Mhm. Gut. Okay, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Ich frage meine Regie, mit wem es weitergeht, mit Harry. Und Harry ist 62 Jahre alt. Hallo, Harry. Ja, hallo, Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Und was geht's bei dir? Ja, Domian, als erstes möchte ich mal feststellen, du bist ja schlechter zu erreichen wie der Papst. Ja. Ich habe mir schon die Fingerwund gewählt, schon am Todestag meines Freundes. Und darum geht es letztendlich auch. Mhm. Und zwar, ich hatte einen Kumpel, mhm. über 5,5 Jahre lang, also wir waren sehr, sehr dicke Kumpels, wir haben uns alles erzählt wie Brüder. Mhm. Und er ist Mitte März vergangenen Jahres mhm. auf der Autobahn durch einen Herzinfarkt ums Leben gekommen mit 48 Jahren. Ah, während der Fahrt? Während der Fahrt. Was ist dann, er hat während der Fahrt einen Herzinfarkt bekommen? Was für ein Horror, und was ist dann passiert?
Ja, er hatte seine Bekannte dabei, das war das große Glück. Und die sind dann links an die Leitplanke. Mhm. Und sie war dann geistesgegenwärtig und hat den Zündschlüssel umgedreht. Mhm. Sodass das Auto praktisch an der Leitplanke vorbeigeschliffen ist, aber also auf der Mitte der Fahrbahn. Ja. Mitten auf der Autobahn. Verstehe. Ist es nicht zu einem weiteren Unfall gekommen? Nein. Nein. Nein, Gott sei Dank. Sonst wäre vielleicht der Bekannten auch noch was passiert. Ja. War er sofort verstorben? Er war sofort verstorben. Wahnsinn. Ja. 48. Ja, 48 Jahre. Ein Baum von Mann, 1,94 Meter groß. Keine Herzprobleme vorher gehabt? Er hatte mir mal erzählt, eine Woche vorher, dass er Probleme hatte mit dem Arm und der Brust auf der linken Seite. Mhm. Immer wahnsinnig. Er hat praktisch schon mal das zweite Leben geschenkt bekommen. Er hatte schon mal Krebs in jungen Jahren, mhm, und hatte den Krebs aber besiegt. Mhm. Ja. Und war dann topfit. Ja. Topfit. Aber hat sich nicht darum gekümmert, dass er diese Beschwerden im Arm, in der Schulter hatte? Er hätte einen Tag später einen Termin beim Arzt gehabt. Wie tragisch. Ja. Und das war dein bester Freund? Das war mein bester Freund. Mhm. Das war im März 2004. Genau. Mhm. So, und jetzt ist es so, ich habe ab und zu noch Kontakt mit seiner Mutter, die auch über 70 Jahre alt ist. Mhm. Der Mann ist auch schon verstorben. Mhm. Und ich habe meinem Kumpel, da ging es ihm halt schlecht finanziell durch seine geschiedene Frau und so weiter. Mhm. Und da habe ich ihm einen größeren Geldbetrag geliehen. Ja. Das weiß aber seine Mutter und das weiß auch sein Sohn. Ja. Wie hoch war der Betrag? Ja, das war schon ein vierstelliger Betrag. Sagst du mal die Summe? Ja, 5.500. 5.500 Euro. Oh. Mhm. Und das wissen sie auch. Und jetzt, mhm, bin ich, ich habe sie aber darauf, auf bei der Beerdigung, bin ich darauf angesprochen worden von der Mutter. Und, mhm, da habe ich gesagt, sie soll doch erstmal den Jungen unter die Erde bringen. Mhm. Das hat ja Zeit, darüber kann man sich ja später unterhalten. Das muss ja nicht unbedingt bei der Beerdigung sein. Mhm. Und da ich weiß, dass da auch finanzielle Schwierigkeiten gegeben hat, mhm, und er hat sich da ein bisschen mit Aktien verspekuliert, mhm, und da ist die Lebensversicherung mit draufgegangen dann, als, mhm, er verstorben war. Ja. Aber gut, es war dann noch ein Rest da, weil der Junior, sein Sohn, der mittlerweile 20 ist, hat sich dann an anderes Auto gekauft, ein BMW zum Beispiel. Mhm. Und es kamen auch noch, sind auch noch Grundstücke da. Also sie hätten die Möglichkeit schon, das Geld mir zurückzuzahlen, weil ich bräuchte es nun auch langsam. Ich bin, mhm, durch gesundheitliche Gründe in Frührente gegangen, mhm, was ich gar nicht geplant hatte. Also bin ich am 7. Mai eingeladen worden zu einem Kaffee trinken anlässlich seines Geburtstags, den er hätte. Ja. Und da ist der Sohn, die Mutter und noch auch noch eine beste Freundin noch mit dabei. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich die Sache ansprechen soll oder sie nicht ansprechen, mhm, soll. Weil mir das irgendwie, mhm, mir tut die alte Frau leid. Ja, verstehe ich. Auch vom Sohn kommt nichts. Ja, die alte Frau ist nicht wohlhabend. Nein. Sie hat zwar eine gute Rente. Na gut, aber. Und hat auch ein eigenes Häuschen, gut, aber, in dem sie wohnt. Mhm. Und aber der Sohn könnte ja zumindest mal danach fragen. Ja, weiß der Sohn weiß das auch, dass dann noch? Der Sohn weiß es auch, ja. Der klar. Weiß das, ja. Der weiß es auch. Wie war das Verhältnis zwischen deinem besten Freund und seinem Sohn? Sehr gut. Sehr gut. Und als ihr beiden Männer noch befreundet wart, war der Junge ja auch ab und zu mal dabei? Der war ein, zwei Mal mit uns auch weg. Ja, wir sind ab und zu mal zum Bowling gegangen. Mhm. Wir sind noch ab und zu mal zum Essen gegangen. Mhm. Dann sind wir ab und zu mal auch zum Tanzen gegangen. Mhm. Jetzt nochmal die finanziellen Verhältnisse des Sohnes sind eigentlich, soweit du das überblicken kannst, gut. Ja. Was macht der vom Beruf? Der hat Kfz-Schlosser gelernt, arbeitet, aber er hat mir mittlerweile jetzt seinen Zivildienst gemacht, mhm, ist jetzt fertig mit dem Zivildienst und weiß jetzt aber nicht, ob er jetzt wieder zurück in seinen Beruf ist. Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen, weil ich die letzten 6-8 Wochen kein Gespräch mit ihm hatte. Ja. Sondern nur die Post bekommen haben. Als Kfz-Schlosser verdient er ja auch nicht die Menge. Aber da ist dann durch die Erbschaft ist da irgendwas noch, du hast gerade von Grundstücken gesprochen, Lebensversicherung, ist da irgendwie doch noch Geld geflossen? Ja, da muss ja was übrig geblieben sein, weil sonst, er hat ja auch das Fahrzeug, das also kein, mhm, Totalschaden war von seinem Vater, mhm, der Unfall da. Mhm. Da hat er auch ein bisschen was gekriegt, das hat er wahrscheinlich in Zahlung gegeben und hat sich dann einen 3er BMW gekauft. Ich meine, die sind ja auch nicht gerade billig. Nee, weiß Gott nicht. Ist es möglich, dass der Junge das ganze Geld verpasst hat? Ich,
kann ich nicht genau beurteilen, weil ich mich um diese finanzielle Sache nicht so reingehangen habe, weil mir das irgendwie peinlich war. Kann ich verstehen. Ich denke mal, dass die Oma vielleicht schon die Hand da noch ein bisschen drüber gehalten hat. Ne? Das ist auch eine sehr schwierige Frage, finde ich. Wenn man dann, das ist eine enge Freundschaft gewesen und wenn man dann mit dem Geld ankommt und, aber du bist jetzt in der Situation, dass du das Geld auch gut brauchen könntest. Ja, genau, genau. Und er hätte, so wie du ihn einschätzt, er hätte alles daran getan, dass es dir schon zurückgezahlt hätte, wenn er noch leben würde. Auf jeden Fall. Was hältst du denn davon? Ich meine, das ist ja schon eine nette Geste, dass sie dich eingeladen haben zum Kaffee trinken anlässlich des Geburtstages von deinem ehemaligen Freund. Ich würde es vielleicht in der Runde nicht ansprechen, um auch die alte Frau zu schonen. Weil das ist schon schlimm genug, wenn sie ihren Sohn verloren hat. Aber vielleicht könntest du ja einfach mal da ein Treffen absprechen, arrangieren, alleine mit dem Sohn. Und einfach mal das ganz sachlich ansprichst und sagst, ob man sich da nicht einigen könnte, du und so weiter, du hättest es auch nötig. Ja, gut, das hab ich mir auch schon gedacht. Ja, so, und wenn du da mit dem Jungen alleine sitzt, und da kann man ja erstmal reden, merkst du ja, wie der reagiert. Wenn der völlig patzig reagiert und abweisend, dann würde ich es in den Wind schreiben. Ich würde dann keinen Streit vom Zaun brechen. Wahrscheinlich, du hast ja eh keine rechtlichen Möglichkeiten, da irgendwas zu machen. Nein, rechtliche Möglichkeiten hatte ich nicht, weil ich hatte vollstes Vertrauen zu meinem Kumpel im umgedrehten Falle. Wer hätte er das auch gemacht, wenn er das gekonnt hätte, wenn ich in einer schwierigen Situation gewesen wäre? So muss es in Freundschaften ja auch sein. Ja. Ich würde es nicht erzwingen. Wenn ich in dem Gespräch mit dem Sohn mitbekäme, der mauert oder der ist zickig oder will nicht, dann würde ich sagen, okay, komm, ist halt Pech. Schwamm drüber. Ja, klar. Ist halt viel Geld, ist klar, aber was willst du machen? Aber erstmal, also an erster Linie würde ich nicht die alte Frau damit belasten. Und ich würde, deswegen habe ich auch gedacht, ich rufe mal eine außenstehende Person. Ja, und ich würde auch dieses Treffen, das ist ja doch eine Gedenkfeier an den Menschen, den ihr alle sehr gemocht habt. Ja, ich würde diese Gedenkfeier auch nicht stören mit dieser Geldfrage. Nee, aber das wollte ich auf keinen Fall, auf jeden Fall nicht, sagen wir mal, so öffentlich. Dann hätte ich dann auch vielleicht mal den Junior oder die Mutter auf Seite genommen. Also in der Gesellschaft hätte ich sowieso davon nicht angefangen. Ja, aber du kannst den Junior ja mal zur Seite nehmen und sagen, pass mal, ich würde mich gerne mit dir in den nächsten Tagen nochmal treffen. Lass uns doch mal einen Termin ausmachen. Damit auch von der Veranstaltung das Thema ganz ferngehalten wird. Auch nicht am Rande besprochen wird. So würde ich es machen. Es ist ja alles schlimm und traurig genug, dass der Mann verstorben ist. Ja, genau. Ne? Und ich habe da heute noch meine Probleme damit. Ne? Ich glaube, ja, wenn das so ein enger Freund von dir war. Und ja, weil wir haben praktisch täglich telefoniert. Mm-hmm. Ne? Und wir waren jedes Wochenende auf Achse. Ob das jetzt beim Eishockey war oder mal beim Fußball war oder ob das mal zum Tanzen gehen weg war. Ne? Und in Stadien oder so oder mal zum Essen gehen, haben wir den Junior dabei gehabt, auch mal eine Diskothek hatten wir den Junior dabei. Also ich hatte ein sehr gutes Verhältnis auch zu dem Junior. Also eine Freundschaft, wo man eigentlich so von träumt, ne? Ja, hundertprozentig. Ja. Ich würde es genau so angehen, wie ich es gerade gesagt habe, Harry. Gut. Ja. Dann bedanke ich mich. Ja, alles Liebe und alles Gute dir. Und deine Sendung wahnsinnig, wahnsinnig interessant und ich frage mich immer wieder, wo steckst du das nervlich hin? Denn du bist ja praktisch ein Mülleimer der Nation. Entschuldige bitte, dass ich diesen Ausdruck erwähne, aber es ist doch wirklich so. Du musst doch Nerven haben wie Drahtseile. Weißt du, ich bin immer so ein bisschen abweisend, wenn Leute das sagen mit dem Mülleimer. Das entwertet so die Probleme meiner Anrufer. Das zum Beispiel, was du mir gerade gesagt hast, finde ich kein Müll. Ich habe mich vielleicht, nein, das ist richtig, sonst würde ich dich auch nicht anrufen, sonst könntest du ja auch denken, das wäre Müll. Nee, da habe ich mich eben falsch ausgedrückt, aber das ist schon, ich kann mir vorstellen, dass es doch, du nimmst doch bestimmt was mit nach Hause. Ja, das ist das so. Das kann man solche Probleme, ich meine, das was ich habe, das geht ja noch. Ich verfolge nun deine Sendung schon auch schon jahrelang. Was man dir zuträgt und was für Schicksalsschläge da in der Welt passieren, das musst du doch aber auch irgendwie verarbeiten können. Ja, das stimmt schon. Das ist bisweilen auch nicht einfach. Wir haben auch immer nach der Sendung noch eine Gesprächsrunde. Einiges nimmt man mit nach Hause. Mhm. Aber ich will dir sagen, Harry, ich war neulich in einem Pflegeheim und habe gesehen, was das Personal da leistet. 8 Stunden am Tag, 10 Stunden am Tag. Ja. Da habe ich aber höchsten Respekt vor. Ich sitze ja immerhin nur 1 Stunde hier. Ja gut, das ist richtig. Was meinst du, wie viel Leid die Menschen in Hospizen, in Krankenhäusern
vor allen Dingen das Pflegepersonal, was die leisten. Sicherlich, kann ich mir vorstellen. Das muss man alles relativieren und die müssen das auch alles wegstecken. Ich sitze hier so prominent in der Öffentlichkeit und all die vielen tausend arbeiten draußen und die nehmen es auch mit nach Hause. Ja, ja. Und da muss man auch denken. Aber trotzdem, Domian, Hut ab. Danke dir. Das ist schon eine immense Leistung. Und mach weiter so, dein ganzes Team, toll. Danke dir. Nur. Sehr herzlich, Harry. Alles Gute von Herzen. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr gerne hier mit mir sprechen wollt, dann ran ans Telefon. Und hier ist Peter und Peter ist 28 Jahre alt. Hallo Peter. Grüß dich, Domian. Hallo Peter. Hey, das ist eine gute Leitung. Gute Leistung? Ja, ich höre dich sehr, sehr präsent. Oh, danke, ich dich auch. Ja. Um was geht's? Ja, erstmal, ich darf mich auch vielleicht an dieser Stelle mal ans Kompliment des Vorhörers gerade mal anschließen. Also, danke. Super Sendung und sonst hätte ich auch nicht angerufen. Es geht eigentlich um Folgendes, und zwar Vatertag. Mhm. Wir haben heute den Vatertag und ich habe vor einer Woche erfahren, dass ich Vater werde. Mhm. Eigentlich eine Sache, wo man sich normalerweise drüber freuen würde. Aber? Normalerweise. Mhm. Ich sag mal so, es ist eigentlich so einfach zu erklären, muss ein bisschen ausholen. Und zwar die Frau, mit der ich halt zusammen bin jetzt derzeitig, mit der war ich halt 6 Jahre vorher zusammen. Mhm. Eine Hü-Hot-Beziehung, sage ich jetzt einfach mal, ist halt hoch drunter. Wir haben uns mehrfach getrennt, mit dem Ergebnis, dass ich im letzten Jahr mit ihr auseinandergegangen bin, weil ich mir gedacht habe, nein, das hat keine Zukunft, das wird nicht funktionieren. Mhm. Das ist nicht so die Frau fürs Leben, da fehlte einfach ein bisschen was. Mhm. So über die Jahre, über die Monate haben wir doch nicht voneinander loslassen können und haben uns vor 3 Wochen nochmal so entschlossen, noch ein einziges Mal, wir sind ein bisschen reifer geworden. Mhm. Sie hat ihre Macken, die sie so hatte, im Griff bekommen. Ja. Ich denke auch ein bisschen ans Positive, vielleicht ändert sich ja auch ein Mensch. Und ist sie auch in deinem Alter? Sie ist ein paar Jahre jünger, also sie ist 25. Ja. Mhm. Wie gesagt, wir sind gerade in Anfangsbeziehung eigentlich. Also ich bin guter Dinge dabei, dass wir es vielleicht schaffen, mal uns mal wirklich so an so eine, ich sage mal, gemäßigte Beziehung, einfach wo man nach Hause kommt, wo eine Frau da ist, wo einfach das einfach passt, nicht dieses Streiten und ständige Hürden. Also, und ich wollte eigentlich nie Kinder haben, sagen wir es mal so. Also ich will irgendwann mal Kinder haben, ich will eine Familie mal gründen, aber jetzt noch nicht. Nicht jetzt, gerade und ausgerechnet nicht jetzt. Mhm. Ja, und jetzt kam da letzten Donnerstag mit der Nachricht, mein erster Vorwurf oder mein erster Gedanke war dabei, es hat mein Kind. Es war blöd und doof. Habt ihr denn ungeschützt geschlafen miteinander? Ja. Wobei, ist keine Ausrede, sollte auch keine Ausrede sein. Sie hat bisher immer die Pille genommen. Nee, sollte keine Ausrede sein. Ich weiß. Vor allen Dingen nicht, wenn das so wackelig ist und wenn das gerade neu anfängt und so heikel ist. Wir waren halt relativ lange zusammen, hat immer halt die Pille halt funktioniert. Mhm. Bist du denn jetzt sicher, dass sie von dir schwanger ist? Also sagen wir so, sie war am Freitag beim Frauenarzt letzte Woche und er hat ihr wohl ausgerechnet, dass es wohl in dem Zeitraum passt, wo wir zusammen waren. Hat sie denn in dieser Zeit, in diesem Zeitraum auch mit anderen Männern noch Sex gehabt? Nein, also da, ich kann es ihr nur trauen. Also ich glaube auch nicht, das ist auch nicht der Fall, aber ich weiß, dass sie halt 1,5 Wochen vorher mit jemand anders zusammen war. Achso. Das war, da waren wir noch nicht zusammen, das halte ich auch in keinster Weise vor. Hat ihr einfach getraut, hat ihr das vergeben und gesagt, okay, ich will da jetzt auch keinen Stress machen oder sowas. Aber das hat sie offen zugegeben, dass sie 1,5 Wochen vorher schon mit jemandem Sex hatte, auch ungeschützt. Nein, in dem Fall war es halt ein Kondom im Spiel. Achso. Also wenn sie die Wahrheit sagt, deutet ja nur wirklich alles darauf hin, dass du der Vater bist. Ja, ich in dem Punkt, ich sag mal, mit allen Zweifeln traue ich einfach, dass ich der Vater werde. Dass ich auch der leibliche Vater wahrscheinlich bin. Das Problem ist, ich kann ja halt, also den Beweis an sich kann man ja erst dann ja erbringen, wenn das Kind ja da ist. Also vorher geht es ja gar nicht. Oder dann wird man dem Kind halt irgendwie irreparable Schäden zufügen. Die Problematik ist allerdings halt dabei, dass, wie gesagt, sie sich schon immer ein Kind gewünscht hatte von mir, über die Jahre. Immer schon mit dieser Einstellung war, sich tierisch an abfreut eigentlich, oder... Hältst du es für möglich, dass das ein Trick von ihr ist, dass sie, ja, man muss es ja alles bedenken, um dich wieder neu an sie zu binden? Wenn du ihr das jetzt sagen würdest, würde sie dir ins Gesicht hauen, sagen wir es mal so. Ist mir völlig klar, aber jeder Zweite sagt mir das. Der erste Spruch kommt, weißt du, ob es von dir ist, der zweite Spruch ist, immer, die will dir einen andrehen.
Ja, ich meine, das wäre ja nicht das erste Mal, ne? Dass so etwas, dass man, es ist ja, dass man, dass Frauen so denken, dadurch eine Beziehung zu retten, was natürlich völliger Quark ist. Das ist, ja, das ist einer der Gründe. Der viel wichtigere oder einer der wichtigsten Gründe ist eigentlich, ich bin nicht bereit für ein Kind momentan. Mhm. Ich meine, das ist man nie wahrscheinlich. Da werden jetzt wahrscheinlich 5000 Frauen bei dir anrufen und sagen, hör mal, trau dich und auch Freunde und Bekannte, mit denen ich auch schon gesprochen habe, die sagen auch jetzt mal. In welcher bist du beruflich irgendwie in einer besonderen Situation? Nein, also absolut nicht. Also das ist absolut kein Problem. Das wäre auch kein Problem. Warum bist du nicht bereit im Moment für ein Kind? Also ich bin nicht bereit für ein Kind, weil also aus der Einsicht, ich habe Angst, dass wir, weil wir wie gesagt so eine schreckliche Beziehung hinter uns hatten. Was heißt schrecklich? Es war eine tolle Zeit, es waren aber viele schlechte Zeiten und wir hatten eigentlich immer das war so eine Chaosbeziehung, so wie man es eigentlich kennt. Man hat sich ständig gestritten, hat sich ständig in der Wolle gehabt, aber irgendwie. Reden wir nicht über die Beziehung, reden wir über das Kind. Das muss ja nicht unbedingt sein, aber. Eigentlich will ich hinaus, weil das Problem ist, ich stelle mir vor, eine Familie zu gründen und ein Kind zu haben oder den Gedanken, den ich dabei habe, ist einfach. Idylle. Ja. Also, das heißt Idylle, ich meine es gar nicht abwertend, sondern. Nee, nein. Dass es funktioniert, ne? Das ist richtig. So. Sie ist aber fest entschieden, sie will das Kind haben. Ich sag mal so, sie schwankt zwar, aber je mehr ich so jetzt über die Tage mit ihr gesprochen habe, am Anfang war so eine Tendierung, ja, auf jeden Fall, dann haben wir lange Zeit gesprochen, dann war halt so ein Nein mehr von meiner Seite aus, irgendwie schon, und dann kam auf einmal so ein Stimmungsumbruch, dann haben wir nochmal ein paar Mal gesprochen und ich sag mal so, was soll man machen? Ich war dann einfach relativ offen und ehrlich, hab ihr dann meine Meinung gesagt und sie hat dann noch blockiert und ist eigentlich so mehr oder weniger jetzt, wir sprechen jetzt seit 2 Tagen eigentlich kaum noch, nur noch, wie geht's dir? Und ich versuche sie zu erreichen, sie ist halt nicht da oder geht halt nicht dran. Natürlich ist sie verletzt und ich weiß. Natürlich, aber du kannst sie natürlich auch nicht zu einer Abtreibung drängen, das ist ja, das darf auf keinen Fall passieren. Nein, ich weiß, das ist eine Entscheidung, die zwei Menschen treffen müssen. Ja, die Situation ist folgende. Da sind zwei Leute, wie du es mir beschrieben hast, die nicht wissen, ob sie letztendlich miteinander können. Ja, das ist es ja. Ne? So, und die beiden Leute sind erwachsene Menschen, die nicht verantwortungsbewusst gehandelt haben. Das heißt, eigentlich hättet ihr alles dran setzen müssen, dass sie nicht schwanger wird, solange ihr eure Grundsituation nicht geklärt habt. So, Du bist der Erste, der so das sieht. Alle anderen sagen, ja, Kind da, jetzt sieh zu und übernimm die Verantwortung. Ja, jetzt pass auf. Ich finde, das muss man erstmal so sagen. Ja. Jetzt ist sie schwanger. Wenn sie jetzt schwanger ist und sie das Kind haben will, finde ich dann natürlich, dass sie das kriegen sollte. Dieses bedeutet aber auf keinen Fall, dass ihr euch auf Biegen und Brechen jetzt auf eine Beziehung zusammenzwängen solltet. Ja, Domin. Dann müsstet ihr beide auch die Konsequenz tragen, zu sagen irgendwann, okay, wir können nicht miteinander, aber wir werden das gut regeln, dass wir gute Eltern sind, auch wenn wir getrennt voneinander sind. Domin, eine Sache noch, und zwar, das ist auch ein wichtiger Punkt, und zwar, also den ich finde, der ist für mich wichtig halt. Es geht darum, dass ich eigentlich so keine Vaterbeziehung hatte. Mein Vater ist relativ früh gestorben und davor weiß ich auch, dass das auch nicht so der Traumvater war, sagen wir mal so. Diese Situation, in der ich jetzt gerade geraten, in die ich gerade mich befinde, ist der allerschlimmste Albtraum, den ich mir je vorgestellt habe. Ich verstehe. Dass ich nie meinem Kind irgendwann mal zumuten würde. Und ich habe Angst, dass ich, wenn ich das Kind nicht akzeptiere, weil ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich das, ich habe die Befürchtung, dass ich nicht akzeptieren würde. Und ich habe die Hoffnung, wenn du diesen kleinen Wurm erstmal siehst, dass du den verdammt akzeptierst und dass du den nach kürzester Zeit über alles liebst. Und dass du dich um ihn kümmern wirst, wie sich ein guter Vater um ihn kümmert, auch wenn du mit der Frau nicht zusammen bist. Und wenn du jetzt, ich verstehe das, wenn du sagst, ich bin eigentlich gar nicht, im Moment noch gar nicht so weit für ein Kind und ich hätte gerne eine richtige Beziehung, verstehe ich alles. Aber du musst dir das Beste draus machen. Es ist nun mal passiert. Ihr könnt es miteinander versuchen, das finde ich auch. Aber wenn ihr nicht miteinander könnt, dann müsst ihr voneinander lassen. Aber ihr müsst es schaffen, dann gemeinsam dieses Kind hochzuziehen. Meinst du, eine Abtreibung ist keine Alternative? Also meine Hoffnung ist einfach darin, dass ich lieber ein Leben nicht zulasse, wenn es dann irgendwann mal kommen wird oder sich irgendwann mal entwickelt und dass es eventuell schlecht wird, dass es nicht erfüllt ist mit der Familie. Mit du Glück. Kannst es gut machen, das Leben. So schlimm sind die Konstellationen. Es gibt Millionen von Paaren, die auseinander sind und die gut das regeln, dass sie ein Kind haben. Das ist es nicht. Deshalb darf man kein Leben töten. Also,
Also wenn das jetzt eine Vergewaltigung wäre, also, dann habe ich eine andere Meinung. Aber nein, das glaube ich, da bin ich ganz sicher. Da musst du jetzt auch vielleicht über deinen eigenen Schatten springen und sagen, okay, jetzt ziehe ich das halt durch. Jetzt muss ich es durchziehen und die radikal abbrechen, wenn die Sendung vorbei ist. Wir rufen dich aber gleich nochmal an, okay? Jo. Okay, tschüss. In der Technik, Uwe Petersen. Wir sind übermorgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Mach's gut, schönen Feiertag. Tschüss.